Im folgenden Video möchte ich mal von Camel Audio den Alchemie Synthesizer vorstellen. Ich ziehe den jetzt hier einfach mal in meine DAW. Welche DAW ich dafür verwende, ist natürlich unerheblich. In meinem Fall ist das jetzt hier Studio One, aber ich nutze die wirklich nur, um jetzt hier mal den Alchemie anspielen zu können. Der Alchemie ist ein wirklich sehr vielseitiger Synthesizer und bevor ich jetzt hier groß erzähle, was der alles kann und macht, möchte ich einfach mal direkt was anspielen. Ich denke, dann bekommt man auch sofort einen sehr guten Eindruck. Später werde ich dann natürlich ein bisschen drauf eingehen, was hier eigentlich im Alchemie jeweils passiert und was der eben alles noch so kann. Als erstes wechsle ich mal hier in diesen Simple-Modus, um jetzt hier nicht gleich mit zu vielen Parametern bombardiert zu werden. Und im Simple-Modus habe ich hier oben diese Dropdown-Liste für die bei mir vorhandenen Presets. Und da möchte ich jetzt erstmal zu Beginn in einige reinhören. Ja, und schon beim ersten Anspielen, denke ich, merkt man, dass dieser Alchemie recht vielseitig ist. Hier zum Beispiel habe ich mit Sicherheit ein Preset, was auf Samples basiert. Der Alchemie kann also direkt Samples abspielen und die Presets davor waren sicherlich eher synthetischer Natur. Vielleicht gemischt mit Samples und das ist eben auch eine Besonderheit am Alchemie. Der beherrscht gleich mehrere Synthesemöglichkeiten, unter anderem eben virtuell analoge Oszillatoren und eben auch die Möglichkeit, hier Samples mit einzubinden. Hier zum Beispiel ein Loop mit einem Sample. Eine weitere Besonderheit beim Alchemie ist hier dieses Remix-Pad und damit kann ich sehr intuitiv und spielerisch verschiedene Einstellungen hier im Alchemie durchfahren. Und bei den Presets sind die natürlich schon voreingestellt und ich mache das jetzt einfach mal hier bei diesem Drum Groove und dann denke ich, bekommt man auch schon sofort einen ganz guten Eindruck, was hier geht. Ja, und hier habe ich jetzt nichts anderes gemacht, als mit diesem Remix-Pad ein paar dieser Einstellungen durchzufahren. Und was man jetzt hier schon sieht, wenn ich hier mit diesem Quadrat spazieren fahre, dann ändern sich auch sofort hier diese Parameter. Die kann ich natürlich auch einzeln bedienen. Also ist das hier nichts anderes als das simultane Bedienen mehrerer Parameter gleichzeitig. Das möchte ich jetzt auch nochmal an einem anderen Beispiel zeigen. Dazu gehe ich jetzt mal in den Browse-Modus. Da kann ich ein bisschen komfortabler durch meine Presets browsen. Und da möchte ich jetzt mal irgendwas Pad-mäßiges. Das heißt, ich wähle hier schon mal aus der Kategorie den Eintrag Pads. Jetzt werden mir hier nur noch Pads angezeigt, also Flächen. Und da höre ich mich einfach mal durch ein paar durch. Hier kann ich jetzt die Sound Library auswählen, von der die Pads angezeigt werden. Ja, und so kann man sich da eben mal durch diese Remix-Pads durchfahren. Und das macht ehrlich gesagt beim Alchemie wirklich Spaß, sich hier mal durch die mitgelieferten Presets zu hören und da einfach mal dieses Remix-Pad zu verwenden, um sich da durchzuhören. Zugegebenermaßen, bei mir sind jetzt auch schon einige zusätzliche Sound-Libraries installiert, die jetzt nicht standardmäßig zum Lieferumfang gehören. Zum Beispiel dieses Cinematic gehört nicht zum Lieferumfang, wobei da habe ich auch nicht wirklich die ganze Library installiert, sondern es gibt auf der Webseite von Camel Audio da auch so Snippets, also Ausschnitte aus den verschiedenen Libraries,
wo man sich mal eben ein paar Presets aus jeder Library quasi kostenlos herunterladen kann. Suchen wir jetzt nochmal eine ganz andere Library, um auch mal einen ganz anderen Sound zu bekommen. Ich überlege mal, gehen wir mal kurz hier rein. Ja, das ist jetzt hier schon ein bisschen schräg. In dem Fall handelt es sich um Material, welches ausschließlich aus Stimmsamples erstellt wurde, also Gesangsaufnahmen oder Stimmenaufnahmen, teilweise sehr verbogen. Und hier wäre jetzt vielleicht ganz gut mal was zu zeigen, wenn ich jetzt hiermit eine Art Melodie spielen wollte, dann habe ich hier ein bisschen das Problem, dass die Attack-Phase relativ lange eingestellt ist. Die kann ich jetzt natürlich kürzer einstellen. Mache ich einfach mal hier über Attack. Funktioniert, aber sobald ich jetzt hier wieder mit meinem Remix-Pad anfange, hier durchzufahren, springt dieser Regler sofort wieder auf seine Ursprungsposition. Ist aber ganz leicht zu lösen, möchte ich jetzt beispielsweise grundsätzlich für diesen Sound momentan eine relativ kurze Attack-Phase. Dann kann ich auch über Rechtsklick hier sofort sagen, Copy Setting to All Snapshots, und damit wird diese Einstellung für diesen Regler jetzt hier auf alle diese Felder kopiert, und beim Durchfahren bleibt jetzt auf jeden Fall hier die von mir eingestellte Attack-Zeit erhalten. Jetzt mal zu einem ganz anderen Sound. Ich spiele den Sound mal an. Ja, das ist jetzt hier ganz klar eher die elektronische Richtung. Auch sowas geht natürlich mit Alchemie. Und an dem Beispiel möchte ich jetzt hier auch mal zeigen, wie man mit den Detaileinstellungen, zumindest für den allerersten Anfang, ein bisschen was machen kann. Ich gehe hier mal in den Advanced Mode. Hier gibt es natürlich jetzt sehr viel einzustellen. Damit möchte ich mich jetzt hier im Rahmen dieser Kurzvorstellung gar nicht beschäftigen. Wenn genug Interesse besteht, wäre es möglich, dass wir zur Alchemie mal einen eigenen Lernkurs bringen. Im Moment, wie gesagt, für die Kurzvorstellung möchte ich das Ganze nur mal etwas oberflächlicher vorstellen. Grundsätzlich ist jetzt bei diesem Sound hier ein Filter verwendet worden. Die Filtereinstellungen finden wir hier in diesem Bereich. Das andere Filter ist auch schon aus. Das hier ist an. Also hier wird was, hier passiert was. Ja, und ich kann jetzt hier zwar regeln, aber es passiert nicht viel, denn diese Filtereinstellungen sind jetzt hier auch schon quasi ferngesteuert von Reglern hier. Wenn ich jetzt einen so einen Regler hier anklicke, dann wird der auch so ein bisschen gehighlightet mit so einem Punkt in der Mitte. Und hier kann ich jetzt sehen, dass dieser Cut-Off-Regler auch über dieses Control-3-Drehrad gesteuert wird. Das möchte ich jetzt mal gar nicht. Ich klicke hier mal doppelt auf die Stärke der Zuweisung. Jetzt ist das weg. Und jetzt hat meine Reglerveränderung hier auch wirklich eine Auswirkung. Ich kann jetzt hier auch mal ein anderes Filter einstellen. Wenn wir hier mal draufklicken, klappt eine riesige Liste auf. Also Alchemie bietet wirklich sehr viele verschiedene Filtertypen. Und ich stelle jetzt mal hier einen ja, eher aggressiveren Typen ein. Ja, auch sowas ist mit Alchemie möglich. Ich denke, man sieht auch hier, das lädt wirklich auch zum Experimentieren ein, dass man hier mal die verschiedenen Filtertypen durchprobiert. Zum Abschluss möchte ich jetzt hier nochmal zurückschwenken zu einem am Anfang vorgestellten Sound. Dazu gehe ich mal wieder auf Browse. All. Jetzt werden mir wieder alle Einträge angezeigt, und dieser Groove hier, das war ja was, was mir auch schon am Anfang hier in der Liste als erstes mit angezeigt wurde.
wie man hört, basiert das Ganze auf einem Drum Loop. Wenn ich jetzt hier mal in die Advanced Einstellungen wechsle, dann finde ich hier auf der linken Seite unter Source so Einstellungen A, B, C, D. Das heißt, ich kann hier insgesamt 4 quasi Klangquellen auswählen. Und hier ist jetzt auch nur eine aktiv, und zwar nur Klangquelle A. Und da ist ja eine Audiodatei reingeladen. Wenn ich jetzt hier mal draufklicke auf diesen Eintrag, dann sehen wir auch schon, welche Optionen hier zur Verfügung stehen. Ich kann zum einen eine Audiodatei verwenden, die hier von irgendeiner Bibliothek stammt, die hier eingebunden ist. Dann kann ich ja virtuell analoge Simulationen hier auswählen, zum Beispiel einfach einen Sägezahn oder Pulswellenform oder einen Sinus. Oder ich kann eben hier auch Audiodateien importieren. Der Vollständigkeit halber, ganz kurz nochmal zu dem Eintrag hier unten. Ich kann hier auch additive oder Spektralquellen wählen, also auch das beherrscht der Alchemie für etwas ausgefallenere Klangerzeugungsmöglichkeiten. Ich möchte jetzt aber hier für unser Beispiel einfach mal eine Audiodatei importieren. Gehe also hier mal auf Import Audio und jetzt lande ich eben hier auf der Festplatte. Die hatte ich schon zuletzt mal eingestellt hier, den Pfad. Das könnte man natürlich hier wechseln, diese Knotenpunkte. Alchemie bringt hier einen eigenen Dateibrowser quasi mit. Und ich suche mir jetzt hier mal was von Vengeance aus. Gehe mal in Ordner Essential House. Hier mal in Ordner Loops. Ja, und für diese Datei entscheide ich mich jetzt mal. Die wird jetzt hier mit der eingestellten Geschwindigkeit abgespielt. Ich gehe mal ein bisschen mit meiner Sequenzergeschwindigkeit runter. Ja, das nur mal als Beispiel. Man kann hier also auch eigenes Material hereinladen, um es hier quasi mit dem Alchemie zu verbiegen. Was ich dabei noch zum allerletzten Abschluss hier zeigen möchte, ich kann natürlich auch den Alchemie quasi über meinen MIDI-Controller fernbedienen. Das möchte ich jetzt mal probieren für das Remix-Pad. Ich klicke hier mal mit der rechten Maustaste drauf und sage MIDI Learn X. Und mein Master-Controller-Keyboard von Novation, das hat so ein kleines Touchpad. Ich versuche jetzt mal hier dieses Remix-Pad vom Alchemie mit meinem Touchpad zu bedienen. Erstmal mache ich die X-Bewegung. Das hat leider nicht geklappt. Machen wir nochmal. Ich musste leider extrem aufdrücken, damit das erkannt wird. Gehe jetzt mal auf MIDI Learn Y. Ich hoffe, es klappt. So, und schon kann ich mein Remix-Pad hier über mein Keyboard fernsteuern. Und das probiere ich jetzt einfach mal während der Wiedergabe. Ja, das mal als wirklich sehr kurzer Schnellüberblick über den Alchemie. Man könnte hier natürlich noch wesentlich mehr zeigen und erklären. Und ich würde mich natürlich freuen über entsprechendes Feedback. Falls genügend Interesse besteht, würden wir auch gerne einen Lernkurs zum Alchemie anbieten. Also, falls Ihnen das Video gefallen hat, falls Sie Interesse an mehr Infos zur Alchemie haben, dann schreiben Sie uns bitte an info@dvd-lernkurs.de und bei entsprechender Nachfrage wird es von uns dann auch einen Lernkurs zur Alchemie geben.